Vermutlich war das die peinlichste Aussage von Kevin Kühnert im Jahr 2023. Ich, wie ich das Video gesehen habe, muss sagen, das war vielleicht sogar die peinlichste Aussage, die er jemals in seinem Leben getätigt hat. Vor allem, dass man so etwas von einem SPD-Politiker hört, da ist es eigentlich nur ganz klar, dass er keine abgeschlossene Berufsausbildung hat und ihm jegliche fachliche und praktische Erfahrung fehlt und auch massiv Lebenserfahrung, wo man sagen würde, jeder Handwerker, jeder sonstige Angestellte und jeder Unternehmer weiß das besser als Kevin Kühnert. Ich werde euch jetzt in die Folge Hart aber fair mit reinnehmen, die ist aus dem November und vor allem werde ich da auch mal einen Faktencheck machen, vor allem auch mit den Beschlüssen im Haushalt, den jetzt hier auch die SPD mitgetragen hat, solange das noch gilt, denn wir wissen ja, da gibt es ja auch die 360-Grad-Drehungen bei 560 Tagen im Jahr und wir sind der Bacon of Hope. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuer mit Kopf auf YouTube. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen nochmal intensiv mit den Bürgergeldentwicklungen und Ähnlichem auseinandergesetzt. Und ich sage es mir so, jemand, der rein auf die Zahlen schaut, der kann nicht für das Bürgergeld sein. Außer er ist eigentlich hier, ich will es nicht sagen, irgendwas mit D. Und dementsprechend ist es schon mal so, dass man ganz klar sagen muss, wer heute noch das Bürgergeld in dieser Form verteidigt, der sollte sich wirklich einmal die Zahlen anschauen. Denn wir werden jetzt reingehen in das Video und ganz klar ist, Kevin Kühnert hat keine Ahnung von den Zahlen. Und da springen wir einfach mal rein in das Statement hier. Ist wie gesagt hart, aber fair vom 20.11.2023. Und da möchte ich euch, wie gesagt, die entscheidenden Stellen hier mit reinnehmen und zwar ab Minute 45, 42 ungefähr. Das ist doch spannend, dann können wir doch gleich ein Fragezeichen an das Steigen des Bürgergelds will die FDP setzen. Das ist ja eine Rechtslage, die wir gemeinsam beschlossen haben. Das hat auch nicht Hubertus Heil ausgewürfelt, sondern die Erhöhung des Bürgergeldes folgt einer festen Formel. 70% der jährlichen Steigerung sind die allgemeine Preisentwicklung. Das wissen wir alle aus dem Supermarkt und aus der Drogerie, wie das dieses Jahr gelaufen ist. Das trifft Menschen im Transferleistungsbezug genauso. Und 30% sind angekoppelt an die allgemeine Lohnentwicklung. Das ist explizit keine politische Frage, genau aus solchen Gründen, damit nämlich nicht Parteien die ganze Zeit sich da gegenseitig die... Und jetzt gleich kommt der entscheidende Moment, also kurz aufpassen. ...Stange hinhalten, sondern das ist ein festgelegter Mechanismus. Und übrigens, das sind ja Gelder, die fließen ja größtenteils sofort in den Wirtschaftskreislauf zurück, denn Empfängerinnen und Empfänger des Bürgergeldes packen das ja nicht in den Sparstrumpf, sondern die gehen damit einkaufen und kurbeln damit auch die Wirtschaft an. Also ich würde hier ein großes Fragezeichen dran machen, ob das überhaupt den Zweck, wenn man es denn täte, erfüllen würde, den sich einige davon versprechen. Überraschen Sie mich also jetzt. Und da ist Kevin Kühnert schon mal hier typisch als Bundesleistungsempfänger, der ja auch ein Transferleistungsempfänger ist, als Bundestagsabgeordneter, muss man ja ganz klar sagen, sorry, völlig falsch. Denn an der Stelle muss man ganz klar hinterherwerfen, all das, wo wir auch gleich in Fakten reingehen werden, müsstest du als Angestellter nicht in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern abdrücken. Denn wir werden uns gleich wirklich die Zahlen anschauen und wenn wir uns auch die erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger anschauen, das heißt keine Kranken, keine sonstigen, die irgendwo eingeschränkt sind, körperlich, geistig oder was weiß ich, die da, sag ich mal, mit drin sind, nein, wirklich erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, dann ist das im Grunde ein großer wirtschaftlicher Schaden. Und die Aussage ist hier einfach völlig falsch. Denn es kommt später noch, da sagt er im Großen und Ganzen, ja, es bringt doch nichts, wenn im Großen und Ganzen der Nachbar dann, sage ich mal, weniger Bürgergeld bekommt, dann steigt doch nicht meine Miete. Naja, das stimmt so auch nicht ganz. Denn ich habe es euch ja schon öfter erklärt, dass erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Arbeitnehmer, denen ist das brutto völlig egal. Die können brutto, was weiß ich, verdienen. Am Ende ist es entscheidend für sie, dass sie das netto richtig rausbekommen. Und das weiß im Großen und Ganzen Kevin Kühnert als Leistungsempfänger, Transferleistungsempfänger, hier als Bundestagsabgeordneter leider einfach nicht. Denn auch sein Gehalt wird von der Privatwirtschaft finanziert. Dieses, was viele Politiker, vor allem aus der SPD, immer wieder denken, ist volkswirtschaftlich völliger Schwachsinn, weil das Perpetuum mobile der Leistungsbezüge, der Transferleistungen und Ähnliches, das gibt es nicht. Würde auch nur einen Tag die komplette Privatwirtschaft das Arbeiten aufhören, dann würde dem Bundeshaushalt ein massiver Schaden entstehen, weil die Steuergelder werden nicht aus den Bundestagsbüros, die werden nicht aus dem Bund herausgezahlt, nicht aus den Landtagsbüros oder sonstiges, sondern die werden in der Privatwirtschaft erwirtschaftet. Und jetzt kommen wir zu einer Berechnung, die auch relativ spannend ist und da werde ich mich danach nochmal einklinken, aber wie gesagt, hier mal nochmal ein kurzer Ausschnitt. Überzeugt Sie das?
Nein, das überzeugt mich überhaupt nicht. Herr Kühnert hat gerade von sozialer Gerechtigkeit auch in puncto Bürgergeld gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Bürgergeld, so wie es aufgezogen worden ist und weiter aufgezogen wird, auch ab dem 01.01.2024 mit einer Erhöhung von 3,4 Milliarden Euro insgesamt, mehr sozialen Unfrieden reinbringt in diese Gesellschaft. Warum hat die Union das mitbeschlossen, Frau Kühler? Weil sich viele Fragen, wir haben das Schlimmste verhindert, Herr Kühnert, Sie wissen das noch, wir haben das Schlimmste verhindert, das ist der eine Punkt, der zweite ist, ich habe das mal ausgerechnet für eine vierköpfige Familie in Leverkusen, mein Wahlkreis, zwei Erwachsene, zwei Kinder, ein Kind 2 Jahre alt, ein Kind 6 Jahre alt, ab dem 01.01.2024 würde diese Familie bei einer Wohnungsgröße von 80 Quadratmetern ungefähr 10 Quadratmeter, die 10 Euro Quadratmeter, 800 Euro, also 2 Erwachsene, 2 Kinder, eine Mietwohnung mit einer Miete von 800 Euro würde rausbekommen 2600 Euro. Und jetzt aufpassen, jetzt kommt gleich ein Zwischenruf von Kevin Kühnert, wo man sagen muss, hier hat er auch wirklich mal bewiesen, dass er nichts verstanden hat vom Bürgergeld. Plus obendrauf die... Oder eher von allgemeiner Wirtschaft. Energiekosten und Kita-Gebühren, Gebühren für offenen Ganztag etc. Das heißt, man kommt netto fast auf 3000 Euro, ohne dass ein Elternteil morgens... Sie können eine Miete doch jetzt nicht als netto rechnen. Hier muss man ganz klar sagen, da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber hört euch mal den Rest an. Ja, jemand, der arbeiten geht, muss die Miete aus eigener Tasche zahlen. Ja, selbstverständlich. Zahlen. Entschuldigung. Dann setzen Sie sich doch für höhere Löhne ein. Dass Sie das jetzt überhaupt in Frage stellen. Entschuldigung, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich die Miete nicht leisten können, die können sich doch die Wohnung nicht leisten. Es gibt viele Alleinverdiener in diesem Land, die für 3000 Euro jeden Morgen aufstehen müssen. Ja, na selbstverständlich. Und durch die Erhöhung des Bundesbürgergeldes fragen sich ganz viele Menschen, lohnt es sich überhaupt noch, dass ich jeden Morgen aufstehe? Wie viel stärker haben die Möglichkeit, eine Wohnung zu finden damit? Sie haben mit Ihrer... So, und das ist jetzt im Großen und Ganzen, hat er sich jetzt mit seinen, wo er dachte, ach, jetzt ist er sehr schlau mit seinen Zwischenrufen, komplett ins Ausgeschossen. Denn Fakt ist, die Miete ist ein Faktor, der mit einberechnet werden muss. Genauso wie, was wir auch in anderen Videos schon hatten, GEZ, die, sag ich mal, nicht gezahlt werden muss. Das sind alles Vorteile, die du im Großen und Ganzen dadurch hast, wenn du Bürgergeld beziehen bist. Wie gesagt, das ist jetzt hier nicht, sag ich mal, so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich kriege jetzt kein Bürgergeld oder sonstiges, das ist mir völlig egal. Aber es ist trotzdem so, dass für Personen, die in dieser Vergleichsgruppe sind, da ist es so, die müssen natürlich schauen, okay, ich kriege 500 Euro, 563 Euro, glaube ich, sind es ab 2024, sagen wir mal plus 600, 700 Euro Miete, dann habe ich hier im Grunde 1100, 1200 Euro, plus alle paar Jahre, sage ich mal, plus weitere Erleichterungen, plus, sage ich mal, was weiß ich, Kunst, Sonstiges, wo man ja auch freien Eintritt bekommt und ich muss im Großen und Ganzen nicht arbeiten. Das ist im Grunde, wo manche wirklich nicht verstehen und wo auch Kevin Kühnert sich jetzt durchaus hier rausgeschossen hat, weil er sagt, und auch wieder der Dämliche, muss ich wirklich sagen, das ist ein dämlicher Satz, zu behaupten, an der Stelle wäre hier dem Nachbarn nicht geholfen, wenn das Bürgergeld beim anderen schlechter gestellt ist oder sonstiges. Das ist einfach falsch und da werden wir gleich mit Zahlen drauf eingehen, weil hier an der Stelle ganz einfach es genau andersrum ist. Würde, wie gesagt, an dieser Stelle das Bürgergeld oder der Sozialtransfer nicht in dieser Höhe stattfinden, dann müsstest du weniger Steuern zahlen. Dann müsstest du weniger Abgaben zahlen. Dann müsstest du im Großen und Ganzen, sage ich mal, weniger Sozialabgaben, weniger sonstige Abgaben, sonstiges einfach zahlen. Weil wir reden hier nicht über einen kleinen Betrag. Und das Lustige ist, ich habe das nachgerechnet und zwar aus dem einfachen Grund, weil man damit das Haushaltsloch locker hätte stopfen können. Und zwar gehen wir mal rein. Ich glaube, jetzt kommt noch eine kurze Szene. Muss ich noch mal kurz schauen, aber dann nehme ich euch gleich mit. Partei gegen 12 Euro Mindestlohn im Deutschen Bundestag gestimmt und weinen Krokodilstränen ohne Ende über das Bürgergeld. Das ist doch verlogen. Ja, genau. Das war nämlich noch der Punkt, den ich auch noch mit reinnehmen wollte. Und zwar, weil er sagt, naja, dann erhöhen wir doch einfach den Mindestlohn. Auch das ist der komplette Schwachsinn an dieser Stelle. Denn nur wenn ich ständig den Mindestlohn anhebe und dann Personen plötzlich in eine Steuerpflicht reinrutschen, dann haben die plötzlich danach vielleicht nicht mehr, sondern teilweise sogar weniger als vorher. Und da muss man sagen, da hatte Hubert Aiwanger ja dieses Jahr im Wahlkampf ja den besten Einfall eigentlich, 3000 Euro steuerfrei und abgabenfrei pro Monat. Und dann muss man den Mindestlohn gar nicht mehr erhöhen, weil du auch als Mindestlohnempfänger zahlst du schon Sozialversicherung, Steuern und hast weitere Abgaben, die dir abgezogen werden. Weil wir sprechen hier nicht mal mehr über irgendwelche Themen, was weiß ich, wie Lohn- und Einkommensteuer. Es geht ja auch weiter.
Grundsteuer, Stromsteuer und so weiter und so fort. Auch das ist im Großen und Ganzen wieder ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel, wo man im Großen und Ganzen Steuern einnimmt und auf der anderen Seite, wie gesagt, hier auch wieder dann abzieht. Ich möchte jetzt nochmal kurz reingehen und das hat sich auch lustigerweise hier eigentlich schon, ich weiß gar nicht mehr von wann der Artikel ist, aber hier oben, genau vom 1.9., sogar zwei Monate davor, hier Tagesschau, also sage ich mal eigentlich die Freunde von Kevin Kühnert, fallen ihm da im Großen und Ganzen in den Rücken und schreiben hier auch, Kaltmiete entscheidender Kostenpunkt. Somit hängt die Höhe des Bürgergelds sehr stark von den einzelnen Parametern ab. Bei einer Familie mit zwei Kindern, bla bla, ohne Elternteil, Beispiel 1538, bei zwei Kindern hier. Hinzu kommen würde dann noch die Kaltmiete sowie die Heizkosten. Hier ist die Varianz je nach Wohnort ebenfalls sehr hoch. Um auf 2311 Euro Ersparnisaussage zu kommen, müssen die Kosten für die Unterkunft, Beispiel der jüngeren Kinder, insgesamt 773 Euro monatlich betragen. Also lustigerweise ist, dass Kevin Kühnert selbst an eigentlich den öffentlichen Rechtlichen, die ja eigentlich bekannterweise komplett rot-grün sind, argumentiert er vorbei, weil er Angst hat, dass im Großen und Ganzen in der Zukunft vielleicht Wähler wegfallen können. Doch ich kann ihm schon mal sagen, dass wahrscheinlich eher die Personen, die das Bürgergeld bekommen, wahrscheinlich eher nicht die SPD wählen werden. Aber gehen wir mal rein. Und zwar jetzt kommen wir zum Spannenden, weil ich habe nämlich auch gedacht, okay, weil es ist ja immer so, dass ja alle drüber diskutieren, also auch Cem Özdemir aktuell und auch was Robert Habeck, Christian Lindner, Olaf Scholz, sie sagen immer, dass dieser Vorschlag jetzt der letzten Tage alternativlos war. Und Kevin Kühnert hat selber gesagt, man kann ja nicht im Großen und Ganzen, beziehungsweise bei FDP-Lehrerin davor hat in dem Video gesagt, ja, man müsste eigentlich mehr Leute in Arbeit bringen. Das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, man muss Bürgergeld attraktiver machen, unattraktiver machen und nicht einfach sagen, wir erhöhen jetzt den Mindestlohn. Das ist der völlig falsche Ansatz. Denn weil dadurch würde es nur dazu führen, dass natürlich ein paar Leute mehr verdienen, aber die Bürgergeldempfänger trotzdem sagen, naja, dann bleibe ich ja trotzdem Bürgergeld, den Rest mache ich eben schwarz. Und da gibt es auch Studien, wie gesagt, dazu. Gehen wir jetzt einmal in die Statistiken rein und zählen mal 1 und 1 zusammen. Wichtig bitte, bevor jetzt irgendjemand gleich einen Herzinfarkt bekommt, das hier sind die erwerbsfähigen Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld 2 von 2015 und Bürgergeld im Jahr 2023. Wichtig, und das ist eigentlich das wichtigste Wort, wir sprechen hier nicht über Kranke, Alte, Kinder, was weiß ich, Sonstiges, sondern erwerbsfähige Personen. Und die Quelle hier ist auch die Bundesagentur für Arbeit, Hubertus Heil, im Grunde sein Mysterium. Wir sprechen über 3,9 Millionen Menschen. Was heißt das jetzt? Das sind 3,9 Millionen Menschen, die im Großen und Ganzen sofort arbeiten könnten. Sofort, also die sind nicht irgendwie krank, die sind nicht irgendwie Sonstiges eingeschränkt, sondern es sind Personen, die erwerbsfähig sind. Das heißt, wir sprechen hier über 5% der Bundesbürger sind in Bürgergeld, die aktuell arbeiten könnten. Also es ist auch nicht hier, was viele Kommentatoren immer sagen, ja, das ist ja wieder typisch, die Armen gegen die Ärmeren auszuspielen. Nein, das ist es eben nicht. Denn hier geht es im Großen und Ganzen ganz klar, wir sprechen hier über erwerbsfähige Personen, sondern wir spielen hier keine Person aus, sondern es geht hier um faule Menschen. Und das sind die faulen Menschen, die im Großen und Ganzen jetzt, sage ich mal, hier mit dabei sind, erwerbsfähige Personen. Jetzt sind da auch viele in den Kommentaren noch dabei, die sagen, ja, aber du, es gibt ja auch die Aufstocker. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob in dieser Statistik auf die Aufstocker dabei sind, das konnte ich so nicht rausfinden auf die Schnelle, aber rechnen wir mal so, als wären sie mit dabei. Dann würde ich hergehen und sagen, okay, dann haben wir hier an dieser Stelle Anzahl der erwerbstätigen Personen, die zusätzlich Bürgergeld, Hartz IV, Sonstiges bekommen. Das sind im Jahr 2023 800.000 Menschen, rechnen wir aufgerundet. Und jetzt springen wir mal ganz kurz, sehr unprofessionell, ein Sheets erstellt, ganz kurz mal rein. Anzahl der Bürgergeldempfänger, ich habe hier aufgerundet, damit es leicht zu rechnen ist. 4 Millionen Bürgergeldempfänger, die erwerbsfähige sind. Würde ich jetzt sagen, die Erwerbsfähigen sind auch gleichzeitig die Aufstocker mit dabei, dann haben wir 800.000. Das heißt, theoretisch sind dann 3,2 Millionen Menschen, die Aufstocker sind. Im Großen und Ganzen hier mit drin, das sind 2K, wer es findet, darf es behalten. 3,2 Millionen Menschen, die im Großen und Ganzen nicht aufstocken und sofort arbeitsfähig werden. Würde man hergehen und sagen, die bekommen 1.000 Euro im Monat. Das ist im Grunde 563 Euro plus vielleicht 400 Euro Miete. 1.000 Euro netto. Dann würde man sagen, pro 1.000, wenn wir raufgehen, wären das 3,2 Milliarden pro Monat. Richtig. Wir zahlen hier für 3,2 Millionen Menschen 3,2 Milliarden im Monat, obwohl sie arbeiten könnten. Und dann nochmal im Großen und Ganzen hier 38,4 Milliarden pro Jahr.
ja, muss man wirklich sagen, die Zahl muss ich auf der Zunge zergehen lassen, 38,4 Milliarden pro Jahr zahlen wir hier. Jetzt wissen wir, der Sozialhaushalt im Großen und Ganzen beträgt 170 Milliarden. Das heißt, von diesen 170 Milliarden könnten wir uns sofort knapp 40 Milliarden sparen. Und das würde frei werden, wenn man sagt, okay, man will jetzt nicht die Steuern senken oder sonstiges. Das wäre sofort freies Kapital, sofort Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Und da ist es durchaus so, da muss man sagen, da könnte man wirklich ganz schnell ansetzen. Und das möchte ich jetzt auch nochmal dementsprechend in Relation setzen. Wie gesagt, damit du auch wirklich hier mal weißt, um welche Summe es hier geht. Der vergleichsweise für Digitales und Verkehr der Haushalt 38,7 Milliarden. Das heißt, wir könnten hier das komplette Ministerium nochmal im Großen und Ganzen hier draufsetzen. Plus zusätzlich, wir könnten hier die Bundesschuld massivst reduzieren. Wir könnten hier fast das Verteidigungsministerium, wir könnten hier das im Grunde, sag ich mal, Bundesministerium für Bildung und Forschung verdreifachen, also von 20 auf 60 Milliarden. Wir könnten das Gesundheitsministerium hier nochmal auf knapp 60 Milliarden draufbringen. Wir könnten hier das Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend, können wir auch massiv erhöhen. Das sind alles Positionen, die sich hier oben drin verstecken. Wer jetzt also an der Stelle wirklich immer noch sagt, 38,4 Milliarden zahlen wir für Personen, die arbeiten könnten, also sprich, gesunde Menschen, die sofort arbeiten könnten, ohne die Aufstocker. Und da ist es natürlich schon so, dass Kevin Kühnert sich hier sehr, sehr ordentlich vergriffen hat mit seiner Aussage. Denn erstens, die Miete ist, selbst laut Tagesschau, also selbst die Öffentlich-Rechtlichen geben das selber zu, ist ein entscheidender Faktor. Denn das sind halt nur mal 500, 600 Euro, für die man nicht arbeiten muss. In dem Zusammenhang ist es natürlich auch so, dass hier der Haushalt, also 38,4 Milliarden, das ist auch eine massive Menge, da könnte man auch die Steuerbelastung massiv senken. Das bedeutet hier auch nochmal zum Schluss, solche Aktionen wie Tax the Rich oder Tax Me Now oder wie sie alle heißen, völlig überflüssig, weil genügend Kapital vorhanden wäre. Und das ist auch das, was man immer im Blick haben muss. Also ich möchte dich nur mal kurz einblenden, nur damit ihr wirklich die Relation seht. Das Arbeitsministerium von Hubertus Heil, wo auch das Bürgergeld mit drin ist, ist im Grunde dreimal so groß, wie, ja sogar mehr als dreimal so groß wie der Verteidigungshaushalt. Mehr als viermal so groß wie die Leistungen für Bundesschuld. Mehr als viermal so groß wie das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Hier im Großen und Ganzen achtmal so groß wie die Finanzverwaltung. Und dann achtmal so groß wie das Bildungsministerium, Gesundheitsministerium. Auch hier neunmal so groß, wenn man natürlich hier ein bisschen rumrundet. Dann natürlich auch andere Ministerien sind hier vollkommen, sage ich mal, eigentlich irre, was wir hier an Geld rausschmeißen. Und das muss dir eigentlich wirklich bewusst sein. Und das ist das, was, glaube ich, Kevin Kühnert immer noch nicht verstanden hat, dass die Miete ein entscheidender Faktor ist, dass die Steuerbelastung ein entscheidender Faktor ist. Aber was soll man denn von jemandem erwarten, der nie wirklich gearbeitet hat und nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung hat?